Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Poketail. Wer die erste Folge nicht gesehen hat, Poketail ist eigentlich in etwa, ja, Pokémon in Undertale, wie der Name auch schon sagt. Sorry, die Maske sitzt wieder mal toll. Okay, jetzt lauf. Oh. Da war was. Mein Pokémon ist vergiftet. Und warum gibt es dich? Ey, Hotwing, sterben ist ungesund. Also, ich würde das Ding mitnehmen, wenn es überlebt. Na, die Vergiftung ist echt toll. Los, Pokéball! Das ist komplett bescheuert. Och, komm. Ja, ich hab nicht so viele Bälle. Ich muss... Zack, weg. Muss hier jetzt noch ein Pokémon kommen? Los, Hotwing. Du wirst das schaffen. Kann ich theoretisch mein Pokémon irgendwo heilen? Elvis? Jetzt mal for real, kann ich irgendwo heilen? Digga, ist das dein Ernst? Ich muss hier jetzt ein Item benutzen. Ich hab halt fast nicht. Aber anscheinend gibt's hier keine Poké-Center. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel wird fucking schwer. Den Kranfahrer muss ich mal trainieren. Ja gut. Hoffentlich läuft's im Verlauf des Tages, der Folge, noch besser. An sich wären neue Pokémon cool, aber ich habe nur zwei Pokébälle. Und ich kann mir halt noch keine neuen holen. Und die Encounter-Rate ist ein bisschen hoch, oder nicht? Übrigens, ich habe hier gerade eh nicht so viel zu tun. Ich wollte mich mal richtig fett bedanken für, für das Video zu meinem kompletten Hörspiel zu Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition. Ich weiß nicht warum, aber es ist eigentlich 3,5 Stunden lang und ich dachte mir, das Ding kriegt 0 Klicks. Jetzt ist ein Monat rum und das Video hat über 400 und ist mein mit Abstand meist geklicktes Video. Warum? Also, ne, ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie nicht finde, dass Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition es nicht verdient hat. Ich finde es persönlich auch eigentlich schon das Beste auf meinem Kanal. Aber das Original haben halt auch nicht so viele geguckt. Ich habe das Gefühl, da hatte ich ziemlich Glück, dass fast keiner sowas macht, denn ich habe mal in den Analytics geguckt. 90% aller Klicks kamen aus der YouTube-Suche. Und ich habe auch mal geguckt, wenn man eingibt Pokémon Mystery Dungeon Fanfiction, da findet man sehr, sehr schnell als eins der Erstes dieses Video. Und das hat's wohl gebracht.
Das Ding will ich eigentlich schon mitnehmen. Ey, Kranfahrer. Los, Hotwing. Das ist viel zu viel Schaden. Ich brauche echt einen Pokesensor. Ich kann das Risiko nicht eingehen, das Ding zu bekämpfen. Das ist ein Trainer. Ja, die Musik passt. Natürlich benutzt Froggit einen Frosch. Okay, Kranfahrer wird das schaffen. Noch ein Crit vielleicht, dann wär's schon mal. Der Hit müsste aber reichen, oder? Ja, wenn ich jetzt verfehle, danke. Man braucht Highlighter. Level up für den guten alten Kranfahrer. Ich weiß gar nicht, ob wenn ich mich wirklich so runterbeuge, mal auf die Tastatur zu gucken, wie gut man mich dann noch sieht. Wenn ich nämlich so im Augenwinkel gucke, habe ich das Gefühl, das ist wirklich gut, Bro. Yay! Nö. Los, Kranfahrer! Du kannst fliehen. Ich nehm's zurück. Oh nein, Elektroattacken sind schwächer. What the fuck? Ich laufe gerade im Nichts. Ja. Kannst du nicht? Doch. Wimsen. Jetzt mal im Ernst. Das wird übel schwer. Ich hab keine Items. Er sagt fast. Der Absorber. Na. Wie viel macht der Kratzer? Ist ziemlich wahrscheinlich. Mann, ernst, ich mach null Schaden gefühlt. Und wenn jetzt crittet er irgendwie. Nee. Nicht Party. Jawohl. Mein Ernst, können die mir nicht mal Items geben? Ja, Kranfahrer reißt Level ab. Von Hot Wing 9. Oh. Yay, Wimsen ist auch besiegt. Fuck, ist das für ein Item? Wie soll man da rankommen? So, ich schalte jetzt auch langsam mal den Tryhard
Modus an. Oh, die Encounter-Rate hätte aber auch niedriger sein können. Hey, Junge! Es ist ja übel spannend! Ich will gar nicht wissen, wie toll das zum Zugucken ist. Ich hör auf zu rennen, dann habe ich zumindest ein bisschen weniger. I'm glad to see a human here. God woman allowed me to explore everything. Here, let's fight. Yeah, hier gibt's auch andere Menschen. Und die haben Radrad. Und noch irgendwas anderes. Auf Ruckzuck. Ja, nee! Das ist lächerlich und ich krieg ja keine Items. Aber keine Angst, ich kann das einfach mal so sagen. Wahrscheinlich sobald Poketail durch ist, kommt wieder ein Pokémon-Spiel. Da bin ich ein bisschen mehr in meinem Element, um es mal so auszudrücken. Ich will jetzt noch nicht viel verraten. Ich bin nicht vergiftet! Einfach raus. Bitte Level. Jawohl, Level 10 für Hot Wing. Der entwickelt sich sicher auch irgendwann. Wow, 80 Poké-Dollar. Alter. Luke's Eye. Das ist eine Anspielung auf Luke Skywalker. Toll, ne? So, ich mag es lieber, wenn man die Maske hier ein bisschen mehr von der Seite sieht. Darf ich anmerken, dass ich in einer relativ beschissenen Situation bin. Nämlich in einer, in der ich einen Trank nutzen muss. Das Ding haut jetzt trotzdem rein ohne Ende. Töte es! Das war ein Crit meinerseits. Die Maske ziemlich gut. Darf ich anmerken, dass ich nicht amüsiert bin? Darf ich das? Guck mal! Guck mal!
Yay, Kran. Oh, Doppelkick. Er behält ein Auge auf mich. Go, Kranfahrer. Du rennst. Das ist Froggart. Nicht Froggit, sondern Froggart. Und er hat zwei Pokémon. Oh nein, Feuerattacken sind schwächer. Obwohl, wenn das auch für später noch zählt. Hypnose. Muss das sein? Ja, doppelkickiges Stück. Okay, das macht mir nicht so viel, wie ich dachte. Ja, Crit! Ja, Level! Ja, schön. Ich hab keine Ahnung, was Tümpel ist. Aha. Du Viech. Easy. Wow, AP. Ein Trank wäre mir lieber. Ich will mal gucken, ob ich da links irgendwas verpasse. Ich finde es schade, dass es außer den Startern bisher keine besonderen Pokémon gab. Und ich glaube, irgendwie auch nicht mehr geben wird. Ne, hier geht's weiter. Oh Gott. Aber ich habe jetzt eine Kampfattacke, das heißt, die ist halt sehr effektiv gegen das Ding. Doppelkick. Oh, der Tackle macht Damage. Geh mal aus meinem Weg. Oh nein, ich hab nur einmal getroffen, wie schrecklich. Hatte der noch ein Pokémon? Nö. Was ist denn das für eine unnötige Stelle? Die ist doch nur dafür da, dass hier 87 Pokémon spawnen. Das ist ein Gag. Also das Spiel weiß, wie es mich am besten abfuckt. Mann, ich muss die Facecam mir das mal angewöhnen, ein bisschen mehr so schieben. So. Sonst bin ich nur so voll am Rand. Sind es beides Mädchen? Glaub schon. Hey Maisa, we find human here. Oh, I didn't introduce myself. My name is Daniel. Nice to meet you.
Günther weiblich? Well, that's a weird name. This is my friend Mazia. We team, we not team, we just two trainers from Roria region. I wanted to be a team, team Trevor. Really? That doesn't do me this thing. Well, hey, Günther Weiblich, do you want to fight us? Ich bin mal ganz weit raus. Das gewinne ich doch nie im Leben. Ja, Level 9. Vor allem, ich habe den Feuerstarter. Das heißt, ich treffe. Alter, mein Team ist so scheiße, den Kampf gewinne ich in Jahren nicht. Was willst du schon tun? Und ich muss dann wahrscheinlich den ganzen Weg nochmal laufen. Und das, um es nochmal zu probieren. Weil ich habe absolut keine Chance, in diesem Kampf auch nur irgendwie was zu reißen. Junge, ich habe ja keine Pokewelle. Er hat gesagt, zwei Stück. Wenn ich den Kampf wirklich zwingend gewinnen muss, dann kann ich dieses Spiel nicht durchspielen. WTF. Was? Ich kann ja überhaupt nichts tun. Cool, ich glaube, ich muss das Let's Play beenden. Ich habe keine Möglichkeit, irgendwie was auszurichten. Hier, Doppelkicker, Shigi und... Ich fokussiere erstmal das. Ja, gut, wie viel Schaden macht das? Schon ein bisschen was. Und ich halt nicht. Ich mache null Schaden. Ich kann diesen Kampf nie im Leben gewinnen. Blubber trifft beide. Wie ist das angedacht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht ansatzweise, wie ich das gewinnen soll. Cool, ich kann nächste Runde Shigi rausnehmen. Aber ich muss beide Attacken nochmal draufhauen. Und dann habe ich immer noch einen Glumanda da stehen. Ja! Ist wahrscheinlich! Was soll der Kack? Als ob ich in dem Kampf nicht genug am Arsch wäre. Ach, jetzt habe ich noch den Falschen ausgewählt. Wie will ich das jemals schaffen? Ich bräuchte übelstes Glück, um noch zwei weitere Pokémon zu bekommen. Ich muss jetzt probieren, irgendwie noch sinnvolle Pokémon zu kriegen. Es muss klappen.
Los, Pokéball! Ja! Ja! Scheiße! Ich hab ein neues Pokémon! Oh Kacke, jetzt habe ich auf Nein gedrückt. Naja, scheiß drauf. Noch mehr Schaden, ne? Komm, der Ball muss klappen. Los, Pokéball! Ja! Gott, heute bin ich am Abfreaken. Das Ding ist drin. Ja, gib dem Ding nicht mehr. Thank you.